herzlich willkommen zur 85. Folge Transport Fever. Halben Jahr gemacht. Mit Boot nach Helvesieg. Guck mal, er hatte schon mal zwei Container drauf. Wie viel nimmst du mit? Wenn es zukommt. 42. Hält sich ja erstmal, wenn er nichts mehr hat, er hält sich erstmal für eine gewisse Zeit noch und danach sagt er, nee, tut mir leid, also wenn wir hier keine Getreide reinbekommen, dann ist nicht. Achso, ja, wir sind hier über Ohrig. Eine Rate von 109. Helvesieg. Möchte 113. Gut, okay, es ist noch erstmal in Ordnung. Aber es sieht halt dann deutlich geiler aus, auch wenn es auch mehr kostet. Ich meine, 4,5 Millionen für eine Linie. Also das heißt, eigentlich wartet alles darauf, dass der Bauernhof hier anfängt, um eine vernünftige Menge herzustellen. Fährt ja langsam hoch. Wenn der jetzt da ankommt mit, was hat er jetzt drauf? 63. Also ich sage mal, müssen das schon sein. Ansonsten ist hier nichts mit vernünftig ausbauen. Da kommt noch ein Zug, jawohl. 43. Dürfen wahrscheinlich nicht von Anfang an so einen riesen Züder draufsetzen, sondern müssen halt nach und nach Dinge erweitern. Guck mal, das Konto ist schon wieder bei 6,8 Millionen minus. So, der Bauernhof will sich ausbauen. Lufthansa Airport Express. Oh, der IC1 ist schon da. Das
57. Die haben doch jetzt aber hier alle drin, ne? Ja, die haben definitiv hier alle drin. Und die machen die auf 72. Aber du willst hier nur 57. Wieso nur 72 eigentlich? Verwalten? Nein, nicht Fahrzeug verwalten. Linie verwalten. Maximal war es seit 90 Sekunden. Weil die haben. Da haben wir jetzt nur so 52, ist ja zu wenig. Du kannst ja nicht hochfahren, weil wir halt hier nichts haben. Ne? Für dich. Das ist halt nichts. Aber du fährst ja schon mit drei Containern drauf. 30 wäre natürlich deutlich besser. Einer, 2,5, 5, 3. Ist zu wenig. 50 wird er vielleicht jetzt mit 100 ankommen. So, der Bauernhof kann jetzt nicht weiter ausbauen. Lebensmittelfabrik nie ausbaut. Ich weiß, 400.000 ist zwar nicht viel, aber 400.000 sind 400.000. Deswegen werden wir den Kredit weiter zurückzahlen. Und da sieht man hinter den Bäumen schon die Skyline von Helvesieg. Der Peterbilt kommt auch gerade wieder und du machst 2,5 Millionen. Hallo Peter. Hopp. 19 drin. Versorgung ist zwar hier vorne schon hoch, aber nicht gut. Hier hinten ist noch so wie gar nichts angekommen. Und das merken die sich natürlich. So, Transport 56. Er kommt hier gar nicht um die Straßen rum. So dick ist das Teil. Wenn du jetzt hier ausgeliefert hast, ist dann der Transport besser?
Ja, jetzt geht er hoch, aber. Er nimmt zumindest mal zwei Stück mit rüber. Das ist ja nett. Mitnehmen. Zwei Container 64. Dann solltest du hier hochgehen. Du kommst jetzt mit Huhn. Airbus. Das können wir eigentlich hier schon bauen. Großartige Sachen. Gibt's doch noch nicht, ne? Sitzen halten wir uns schon. Wir machen ja jetzt zumindest im letzten Jahr zu. Wo ist denn das Geld jetzt dieses Jahr hin? Achso, hat dieses Jahr gerade angefangen. Okay. So, 109. Dann muss doch schon mal eine 2-3 Millionen, oder? 4 Millionen. Aber damit solltest du jetzt hier mal Produktion gehen, aber halbe Sieg will 134. Das heißt, wir wollen 500 Stück, das heißt, wir brauchen 1000 Getreide. Wäre der Zug zumindest aktuell halb ausgelastet. Jetzt kann er sich ausbauen. Das heißt, du wirst dann auf 200 gehen, das heißt, du wirst hier 400 anfordern. Das heißt, du wirst hier auf jeden Fall mindestens noch einmal ausbauen. So, schuldenfrei. Dann geht's jetzt weiter. So, von Aurich. Jetzt nach Hannover. In Hannover haben wir aber hier noch keinen Dings eingebaut. Okay. Ihr Saftsäcke. Ölzug wäre jetzt nicht schlecht. Oder ein Holzzug. Oder irgendwas anderes.
gucken wir die an. Ach so, warte mal. Wir haben ja hier ja jetzt schon was. Also ist leicht schief. Hannover, wie sieht das aus bei dir? Fahrzeuge verwalten, ersetzen, in Peterbilt. Die Linie 1. Ist die Brot Hannover. Ist Hannover 75 plus 81, roundabout 150, 160. Kommen wir mit den zwei Peterbilts eigentlich klar? Hannover, was wolltest du noch haben? 75 Brötchen. Fahrzeuge kaufen, eine elektrische Lok in Rot mit einem Dreier, 41 Mille. Ich glaube, da werden wir in dieser Folge nicht rankommen. Ich weiß nicht, Kredit aufnehmen, nochmal so die 13 Millionen. Oder abwarten. Entscheiden wir gleich. Ich werde jetzt nochmal einen Schluck trinken. Und nochmal gucken, wo die Reise hingeht. Richtung. Ah, so können wir was sehen. Und da kommt ein Zug, der jetzt auflädt. 105 Brote. Höchsten Respekt. Augenscheinlich geht das Geld ja nach unten. Aber es müsste jetzt eigentlich irgendwann mal hier unser... Da kommt er eigentlich. Das müsste es ja auch hier 4-5 Millionen bringen. Schon mal hier bei 28, ne?
aber ist wenig. Willst du weiter? Ihr fahrt wahrscheinlich alle voll hier rum, ne? Nee, das ist nicht wahr. Hast aber zu wenig Holz da liegen, ne? Du nimmst 288 mit, das wird wahrscheinlich deutlich mehr sein als 288 hier. Oder? Ja. Wie sieht's hier hinten aus? In der Gewinnzone. Nur noch 41 Millionen. Oh, 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 oh. Zug. Rot Hannover. Hannover. Wir haben 78. Macht 170. Das ist noch vollkommen in Ordnung. Jetzt kommen da wieder 5 Millionen rein. Oder ein bisschen mehr. Zu wenig da drüben. Ja, könnt ihr nicht noch mehr? Die 103, die hatten wir jetzt auch schon, weiß ich, 15 Mal gehabt. So, Rauneburg halt voll, ne? Aber wieso fahren die. Wieso fährt die Lebensmittelfabrik nicht hoch? Ist die Lieferung zu unsicher? Produzieren 400, die liefern 400. Guck mal, es kommen jetzt 252 Getreide, die jetzt ankommen. Also ihr solltet jetzt so langsam aber sicher wirklich mal hochfahren. Weil der Kollege ist schon auf dem Rückweg. Es geht zwar hier schön berghoch, aber 120 ist natürlich trotz berghoch. Jetzt geht's runter. Vollgas auf 160. Mach hier unsere Sprungschanze. Aber hier müssen wir ein bisschen anpassen. Mehr geht nicht. Da kommt schon der Bahnhof. Dicker Bahnhof.
aber aurig. Muss man hier ein bisschen mehr Hoch bauen. 9 Millionen. 8,9 Millionen. Es geht hoch. Aber ich habe gar nicht geguckt, wie viel Dings jetzt denn drauf hatte. Er ist auf jeden Fall jetzt im Plus. Geschichte mal Tucke erweitern, ja. Wow. Du hast aber nicht mehr. Müssen wir gucken. Kann man noch nichts zu sagen. Die hat sich ausgebaut. Du gehst jetzt hier gerade auf maximal, weil du jetzt 300 haben möchtest. Deswegen gehst du jetzt hier auf den Versand von 600. Dementsprechend kannst du dich da wieder ausbauen. 600er Versand reicht immer noch nicht aus. So 220. Diesmal erwische ich dich aber. Naja. Ist noch nicht wirklich viel Auslastung da zu sehen, ne? Helvesig 328. 257. Helvoll fährt er. 51 ist gut dabei. Hannover mit 55 noch nicht perfekt. Also beide noch nicht perfekt. Aber jetzt die ersten 10 Millionen. Oh. Oder auch nicht. Das ist 165. War hoch. Könnten wir schon fast die nächste Geschichte. Na gut, Hannover macht im Moment noch 7 Millionen Verluste zu 3 Millionen Gewinnen. Das ist noch nicht genug. Da würde ich eher noch ein bisschen warten, bevor wir die nächste Dings anschmeißen. Vor allem, weil es halt auch. Es kostet halt, ne? Wobei wir jetzt hier bei 78 fast auf Vollgas sind. 165 und 78. Überall fehlt noch einer. Hannover ist voll. Helvesig ist voll. Maximalproduktion erreicht gerade. Ja, nein, Maximalproduktion, nicht maximal Versand. Aber es reicht, dass das Ding sich weiter ausbaut. Vor allem dann wird der hier auch gleich wieder. Ich baue mich doch gerade aus. Der wird gleich den nächsten Ausbau hinterher schießen. Den Ausbau warten wir jetzt noch ab, ganz kurz. Und du gehst hier dann auf 600 hoch, das heißt, du wirst hier 1200 anfordern. Obwohl, nee, du gehst dann auf 1400 irgendwas, dann wird es noch nicht einen Ausbau geben, oder? 273. Dann
Nee, er geht erst auf 400. Nur sind trotzdem 800 Anforderungen. So, jetzt brauchen wir einen Versand von 400. Das heißt, wir müssen doch weitermachen. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hauen Sie rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.